herzlich willkommen zurück hier bei Timberborn. Ja, wir haben in der letzten Folge angefangen, hier die Siedlung etwas weiter auszubauen. Und ja, da sind wir im Prinzip immer noch mittendrin. Ein ganz wichtiges Thema ist ja Wasser. Wasser kann man in Timberborn nicht genug haben. Das ist ein Grund mit, warum wir jetzt hier auch anfangen, hier diesen Damm zu bauen. Und wobei, ne, das ist jetzt hier erstmal so ein Versuch. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob das hier, was ich hier mache, wirklich richtig ist. Und welche Auswirkungen es haben wird, auch hier insbesondere hier, ne, auf das Wasserrad. Und die Versorgung mit Energie, das müssen wir abwarten. Denn das Ding hier dreht sich nur schnell genug, wenn hier die Strömung entsprechend gegeben ist. Und ich befürchte, wenn wir hier das Ding hier zumachen, ist dann hier irgendwann entweder mit der Strömung, ja, vielleicht nicht unbedingt Schluss, aber die wird dann so schwach sein, dass das Rad hier eventuell nicht weiter drehen wird. Was ich auch ganz gerne machen würde, ich habe ja hier, ne, noch zwei kleine Wassertanks in Auftrag gegeben. Ein großer Wassertank, der wäre wahrscheinlich sinnvoller. Freischalten will ich den jetzt im Augenblick? Ja, warum eigentlich nicht? Weil ich habe 207, kostet 120. Ich schalte mal frei. Dann könnten wir schon mal gucken, was uns das Ding denn so kosten würde. Von wegen, was? 30 Planken und 20 Zahnräder? Oh Gott, oder irgendwie Getriebe oder so. Okay, das mit den Planken sehe ich ja noch ein, aber bitteschön, warum denn Zahnräder oder ein Getriebe oder wie auch immer? Oh, ja, jetzt habe ich die Punkte verbrannt. Das war jetzt vielleicht ein bisschen zu vorstellen, keine Ahnung. Sehr gut, ja, klasse. Wir benötigen eine Getriebewerkstatt. So, kostet natürlich schlappe 100 Points und ich habe 87. Herzlichen Glückwunsch, da müssen wir jetzt erstmal, gut, dass ich zwei Erfinder habe, die im Augenblick nicht arbeiten, weil es wird gerade Nacht. Und ja, was hier mit dem Ding dann hier los ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich hab mir eine frühere Testaufnahme von mir mal angeguckt und da haben die sich da drauf gestürzt, ohne dass man da irgendwie großartig was machen musste. Also hier von wegen Wege oder so halt. Die haben sich daran. Ich mache mal Folgendes. Ich gehe mal hin. Vielleicht ist da irgendwo was falsch gelaufen. Ich mache die mal hier erstmal alle wieder weg. Ich will ja nicht hoffen, dass das irgendwie jetzt ein Fehler im Spiel ist. Also ein Bug sozusagen. Es hat wohl ein Update gegeben, meine ich irgendwie im Hinterkopf zu haben. Irgendwas wurde da wohl erneuert und wie das bei diesen Erneuerungen ja gelegentlich ist, die bringen dann andere Probleme mit sich. Ja, das ist, kann passieren. Ich war erstmal hier mal so ganz vorsichtig diese vier Teile hier und dann schauen wir mal, was passiert. Ich habe gerade einer angewackelt, der geht in die andere Richtung. Ja, toll. Ich habe aber definitiv hier vier Leute, die hier nichts zu tun haben. Ne? Nur mal so ganz nebenbei. Und hier nicht weiter, weil aus Gründen. Das ist hier richtig eingestellt, die sollen ernten und die anderen sollen, alles klar, wenigstens das funktioniert. Das ist wunderbar. Ja, und hier mit den Bären und so. Ja, ich kann das pausieren. Ich hier den Kanister, sieht aus wie ein Mülleimer. Könnte sein, dass das Ding dann eingerissen wird. Das könnte ein Auge sein, dass man das hier im Blick hat. Irgendwie so. Was ich nicht machen kann, ist gerade, dass ich sagen kann, hier, ne, raus damit. Ne, so, bitte entlagern. Ja, alles, was hier drin ist, raus. Ne? Und das machen sie nicht. Warum die sich hier nicht auf die Teile hier stürzen? Ich, keine Ahnung. Gut, wir haben andere Probleme. 94, das sieht gut aus. Wir haben andere Probleme. Wir haben und irgendwann die nächste Dürre. Die wird gar nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Und
Ich fürchte, wir werden hier über kurz oder lang hier mit dem Wasser irgendwie Probleme bekommen. Könnte ich mir vorstellen. Dass das hier mit der Strömung irgendwann weniger wird. Der Wasserstand könnte natürlich entsprechend steigen. Das ist natürlich auch der Sinn und Zweck der Sache, damit ich auch genügend Wasser, die Pumpen genügend Wasser bekomme. Und in dem Zusammenhang habe ich mir gedacht, ne, so ein großes Fass, so ein großer Wassertank wäre vielleicht keine schlechte Idee. Wäre und vielleicht, das waren so die Punkte. So, was ist denn hier los? Wieso ist. Oh. Ich wollte gerade sagen, warum tut sich hier nichts, aber es tut sich ein bisschen was. 8 Holzscheide, aber noch keine Planken. Und Moment. Wie sieht es hier aus? Könnte hier eine Prio draufsetzen. Jetzt entsprechende Planken produziert werden. Also die Fokussierung drauf ein bisschen stärker ist. Da gehen so langsam die Bäume aus. Hier noch nicht. Und hier sollte der Baum auch schon eingefällt werden. Habe ich hier alles markiert. Ja, das sieht gut aus. Ja, warum die hier die Büsche nicht wegreißen? Ich habe keine Ahnung. Ich will ja nicht hoffen, dass es tatsächlich ein Bug ist. Das wäre ein bisschen sehr schlecht. Was habe ich hier? Ein Deich. Ist das gut? Also wie gesagt, hier mit Deichen und Dämmen und so weiter kenne ich mich im Augenblick noch gar nicht so wirklich aus. Blockiert jeglichen Wasserzufluss. Ich glaube, das ist gar nicht so richtig, wie ich das haben möchte. Möglicherweise habe ich da ein bisschen, bin ich da ein bisschen über das Ziel hinaus geschossen. Da kommt ja gar kein Wasser mehr rein. Mach das mal weg. Ja, hier sieht man richtig, hier strömt jetzt Wasser rein. Das soll ja eigentlich auch so sein. Es soll nur nach Möglichkeit keins rausfließen. So. Ja, das sieht schon anders aus. Boah, das läuft richtig voll jetzt. Dann, könnte es sein, dass das Wasser etwas über die. Ups. Überschwemmung. Achtung, Überschwemmung. Zumindest ganz. Uiuiui. War das so eine gute Idee? Boah, das hat wirklich nur so für einen Moment. Ne, das richtig so reingeströmt. Das Wasser hat so richtig so wie man das so aus der, ne, aus der Natur kennt. Schwappte hier rein, schwuppt, ne, und spritzte sozusagen hoch, ne, weil alles hier reinlief. Ja. Puh. So, also Deich, nein, Damm. Ja. Gerne. Setze ich immer einen Damm rein. Damm, da, Damm. Ja, ob jetzt hier oder da ist eigentlich egal. Oder, Moment, ich muss ja nochmal korrigieren. Halt, hier, Moment. Ja, sorry. In der Aufregung habe ich das vollkommen falsch gesetzt. So, jetzt aber. Cool, wie sieht's aus? 118, das ist sehr schön. Wir können die Getriebewerkstatt freischalten. Da haben wir sie. Die braucht natürlich auch Energie, ganz klar. Ja, da müssen wir ran. Gut, das Moped ist ja daran direkt angedockt und ich habe hier auch keine Möglichkeit, da irgendwas anderes zu machen. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Auf der anderen Seite, wir haben hier so ein kleiner Wasserfall. Warte mal andersrum. Moment. Energie. Wasserrad würde ich. Wo würde ich denn hier ein Wasserrad hinbekommen? Bekomme ich überhaupt ein Wasserrad hin? Computer sagt nein. Das ist hier schlecht. Da hat er einmal gesagt, ganz kurz gesagt, ja, hier so. Moment. Okay. Ach, da würde es
auch gehen. Hier gar nicht. Das ist zu tief. Wenn man sieht, da, der bekommt da keinen Anschluss. Eine Anschlussmöglichkeit. Da habe ich jetzt aber schon Wald im Weg. Man könnte sich ja dabei helfen. Nicht gut. Hier ist überhaupt, glaube ich, hier so ganz, ganz wenig Wasserbewegung. Und ich glaube, das wird auch immer langsamer da. Oh. Was hier so eine gute Idee war. Ja, ich habe das einfach gemacht, weil ich habe halt gesehen, sollte man tun. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Besser gesagt, wahrscheinlich zwei. Noch? Arbeitet er eigentlich noch oder ist er schon direkt ins Stocken hier, ne? Kann das sein? Wir brauchen dann aber das Wasser. Das ist mal amtlich. Ja, selbst hier ist die Flussgeschwindigkeit, obwohl auch hier so ein bisschen Gefälle ist, ist die Flussgeschwindigkeit jetzt nicht mehr so hoch. Oh, ich fürchte, das war keine gute Idee. War zumindest keine gute Idee, das Ding hier hinzusetzen. Wie geht denn da jetzt am besten vor? Ich meine, wir haben hier Möglichkeiten, ne? Hier mit diesen Antriebswellen und so weiter. Wir können uns da was zusammenbasteln. Antriebswelle. Muss ich aber freischalten. Jetzt geht's aber ab. Und doch, jetzt wäre... Oh, er arbeitet. Aber wir sehen hier, ne, das Wasser ist ziemlich hoch. Und noch geht es. Das Teil ist jetzt fertig, das Damm ist fertig. Das ist schön. Aber Wasser fließt eigentlich noch ganz ordentlich, oder? Geht doch verkehrt. Naja, noch geht es. Wir haben aber das Problem, dass ich hier nichts hinkriege. Wir könnten natürlich die Getriebewerkstatt auch hier hinbauen. Ne? Das ist überhaupt kein Thema. Zur Not müsste ich hier einen weiteren Distrikt errichten oder so. Weiß ich noch nicht. Gut. Wo habe ich denn das Energie immer noch? Das ist ein Energierad. Das muss, glaube ich, dann nicht weiter. Ich brauche Energie. Wo bist du? Nee. Ich bin unkonzentriert. Das hat eine Sache nicht so ganz geklappt, wie ich mir das so vorgestellt habe. Schon bin ich unkonzentriert. Ich setze sie mal hier so hin. Von wegen hier, ne, da so ein bisschen, da geht es ein bisschen stärker bergab und so. Vielleicht ist ja hier die Flussgeschwindigkeit dann größer oder groß genug. Ja, da tut sich immer noch was, das ist gut. Ja, wir müssen halt einfach mal auch Sachen ausprobieren, anders geht's nicht. Was ich wahrscheinlich jetzt hier brauche, ist ein Pfad, könnte ich mir vorstellen. Einmal gar so lang. So, Moment, dann ist der Weg aber hier frei, ne, für eventuelle Antriebsgeschichten, die ich ja brauche. Schauen wir mal. Wege. Das mache ich mal so. Wenn ich ja schon mal ein bisschen so einen Weg habe, irgendwie muss ich ja vielleicht auch mal da lang. Gucken wir mal. Also am Meckern ist er nicht hier von wegen, ich bin zu weit entfernt hier, ne, vom Distriktzentrum oder so. Das geht. Hier geht jetzt im Augenblick nichts, obwohl das Wasser ist hoch genug. Er arbeitet nicht, weil er keine Energie hat. Oha, Houston, wir haben ein Problem. Einen Augenblick mal. Der dreht sich.
Augenblickchen mal. Biege ich hier ein zweites? Das geht nicht, ne? Das geht nicht. Ich habe doch diese Ebenen. Moment. Jetzt brennt es aber auch an allen Ecken und Enden. Diese Plattform. Kriege ich hier so eine Plattform hin? Mach das mal so, da eine Plattform. Wir müssen Sachen einfach mal ausprobieren. Also mehr als schief gehen kann nicht. Hier tut sich im Augenblick relativ wenig. Habe ich so viele Bauaufträge irgendwie oder... Ah, da, ja, da kommt jetzt einer. Wo will der hin? Achso, ja. Richtig. Die Teile müssen ja auch noch gebaut werden. Ja, ich habe so viele Bauaufträge, fürchte ich. Oh, sehr gut. Monsieur ist fertig. Einsatzfähig. Das ist sehr, sehr schön. Ahorn ist angesagt, habe ich mir sagen lassen. Dann machen wir doch hier einfach mal ein bisschen Ahorn. Erstmal dahin und hierhin. So. Zeitgleich kann... Moment. Hier etwas Holz abgeholzt werden. Da auch. Die Stellen markieren wir uns schon mal. Und hier tut sich irgendwie immer noch nichts. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Blaubeere. Abriss. Ach, die Abrisspriorität. Kann man hier einstellen. Aha. Dann setzen wir die doch mal auf hoch. Und dann schauen wir mal, ob sich da was tut. Wie gesagt, kann natürlich jetzt die ganze Geschichte, dass sich da nichts getan hat, bis jetzt daran liegen oder mit daran liegen, dass einfach zu viele Bauaufträge waren. Und da halt eine gewisse Priorisierung gegeben ist. Ja, dass also beispielsweise solche Geschichten hier wie wie so ein Wassertank wesentlich wichtiger ist, als jetzt da so einen Busch rauszuruppen. Und das würde ich anerkennen als Grund dafür, wenn sich da hier irgendwie was nicht so tut, wie es eigentlich soll. Oder wie es von mir gewünscht ist. Wir sitzen hier jetzt mit dem Teil aus. Das ist immer noch ausgeschaltet. Wir haben immer noch 10 Bären da drin. Nicht verbundenes Gebäude. Wo? Hm? Oh, da ist etwas fertiggestellt. Aber wir haben da noch keinen Pfad. Das ist nicht so gut. Da kann man aber Hilfe schaffen. So. Damit ist dann auch dieser Bereich bewohnbar. Also ein Kringel um die Maus. Was ist da los? Kein Ärger. So. Ja. Ja, also das macht mir hier so ein bisschen Sorgen. Ich versuche, ein zweites Wasserrad daran anzudocken, so nach dem Motto, so zwei bringen mehr Leistung als eins, um auf die Art und Weise die schwächer gewordene Strömung zu kompensieren. Ja, wir haben ja immer noch ein bisschen Strömung ist ja gegeben. Ob das ausreicht? Keine Ahnung. Wir werden es erleben. Ist halt noch viel hier Try and Error und hier ausprobieren, da ausprobieren. Moment, Augenblick. Kann es sein, dass da eins weniger ist? Hätte ich normal, denn ich... Tatsache. Das ist, wie ich vermutet habe.
Es liegt unter Priorisierung. So, dann schauen wir doch mal. Ja, also die gehen hier wirklich... Ja, die haben halt ihre eigene Prio, die sie so setzen. Was ja auch richtig ist. Und arbeiten das dann halt entsprechend ab. Und alles andere ist denen dann erstmal egal. So, cool. Wieder was dazugelernt. Ja, wie sieht es denn überhaupt aus? Ich habe 21 erwachsene Biber rumgeistern, 6 Jungtiere. Ja, dann sollte man hier demnächst mal irgendwie noch weitere Hütten hinsetzen. Noch 2 weitere auf jeden Fall. Aber erstmal müssen andere Dinge hier erledigt werden. So. Sehr gut, da wird es auch gebaut. Das freut mich, das freut mich. Da wird eifrig jetzt Ahorn gepflanzt. Auch nicht verkehrt. Und hier sind die Kiefern angepflanzt worden. Die ersten sind auch schon ein bisschen so rangereift, wie man sieht. Ja, erkennbar hier, ne, an dem Harz und die Färbung hier der Kiefernadeln. Das sieht alles ein bisschen anders aus. Ja, auch die Größe der Bäume ist natürlich unterschiedlich. Cool, das wird so langsam hier. Ich würde aber trotzdem noch mal hingehen und sagen, wir erweitern das Ganze hier noch ein bisschen. Moment, machen wir mal weg. Und Kiefer soll es sein. Oh, Moment. Vorsicht, ich sollte es vielleicht nicht übertreiben. Ich sehe da gerade was. 5. Den bitte dann doch nicht. So. Dann mache ich das noch die Reihe dazu und dann ist es erstmal gut. Bis hier. Warum tut sich hier nichts? Weil ich hier niemanden habe. Das ist das ganze Problem. Ich habe aber 3 Arbeitslose. Das heißt, ich könnte hier mal ganz kurz hingehen und sagen, wir aktivieren das mal eben. Und sagen ihm, bitte hier die Zähne dran ausprobieren. So, mal das auch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Damit haben wir jetzt nur noch 2 Arbeitslose. Wie weit sind wir hier? Immer noch 10 Bären. Ja, nee, sehe ich nicht. Also da muss Abhilfe geschaffen werden. So, das ist sehr gut, dass das jetzt funktioniert, endlich. Dann gehen wir mal ran an den Speck. Und das hier muss alles weg. Zack, 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 zack. So. Ist auch schon wieder was. So, ja. Gelegenheit, natürlich. Natürlich, natürlich. Nein. Muss ich hier die Prio aufsetzen? Kann man eigentlich mehrere Sachen markieren und dann. Das geht nicht. Ehrlich? Oh. Ja, dann. Klicken wir uns halt tot. Die und die hab ich schon. Den noch nicht. Das ist jetzt natürlich etwas heftig. So. Oh mein Gott.
Ja, so kriegt man dann wenigstens die Nacht rum. Ja, das ist auch schön. Ah, sehr gut. Das ist ja, hier noch nicht. So. Okay. Wird. Gut, gut, ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. In Form an, alles klar. Cool. So, das war dieses. Hier habe ich neben jede Menge als Bäume, auch ein paar neue Bäume dazwischen. Wie sieht's denn damit aus? Nein, das ist nicht richtig. Ah, markiert sind sie. Sehr schön. Ja. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Solange ich hier das nicht weg ist, kann ich hier nichts machen. Und ich glaube, die 10 Bären, die muss ich opfern. Was war? Boom, weg damit. Das dauert mir alles zu lange. Das nervt mittlerweile ein bisschen. Und dann muss ich auf die 10 Bären eben verzichten. So. Ein weiteres Fass wurde fertiggestellt. Wie sieht es hier aus? Achso, ja, okay. Das dauert noch ein klein wenig. Was auch die Zeit. Oh Mann, ich bin schon wieder fast über meine normale Aufnahmezeit hinweg. Und ja gut, ein bisschen was gemacht haben wir, ein paar Sachen haben wir gelernt. Eine halbe Stunde ist nichts, ne? Geht ruckzuck die Zeit rum, wie man sich versieht. Ja, Mann. Das, wir kommen langsam voran. Aber kommen wir auch wirklich nur langsam voran im Augenblick. So Stückchen für Stückchen. Da sind unsere süßen kleinen Biber wieder. Die einen ruhen sich aus, die anderen ernten ab, was es abzuernten gibt. Und wieder andere schleppen wichtige Sachen hin und her. Ja, sie sind halt sehr, sehr quirlig, unsere Freunde. Er stimmt mir zu. Und er will gerne noch Pause machen. Ja, dann ruh dich doch einfach mal aus und mach, was du willst. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles, alles Gute und genießt die Zeit.